Einer von euch eine Idee, was er morgen gerne haben möchte als Video? Uff. Echt schwer. Guten Abend. Moin, was ist denn morgen für ein Tag? Mittwoch, ne? Mittwoch. Eigentlich würde morgen Drachenlord kommen, aber irgendwie werde ich mit dem Format aktuell überhaupt nicht warm. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, Drachenlord ist auch nicht das beste Format. Ich würde eher so Sachen sehen, wo du nicht über Sachen redest unbedingt, sondern so Sachen machst. Also, keine Ahnung, irgendwie irgendwas rumwerkeln oder so. Am Auto vielleicht oder so, keine Ahnung. Halt irgendwas Praktisches. Das wäre, glaube ich, spannender. Na, das mag sein. Ich bin aber halt nicht so der Bastler oder so. Werkzeugvideo vielleicht. Morgen Hotdog-Video? Nee, das Problem ist, fürs Hotdog-Video hätte ich gerne eine vernünftige Oberfläche. Und das würde ich gerne draußen machen. Und da es momentan aber so ein scheiß Regenwetter ist, kann ich das aktuell nicht aufnehmen. Ja, okay. Und wenn das jetzt erstmal so bleibt, das Wetter, dann wäre das ja blöd. Ich denke, irgendwann im Laufe dieser Woche werde ich es schon hinbekommen. Wenn es bis Donnerstag oder Freitag nicht besser geworden ist, dann werde ich mir was anderes überlegen, wie ich das anstelle. Ich habe da schon ein paar Grundideen, aber für morgen möchte ich gerne was anderes machen. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Was ich immer cool fand, wenn du irgendwie so ein bisschen was von deiner Umgebung gezeigt hast, also muss jetzt nicht irgendwie als Schauerberg sein, aber irgendeine Sehenswürdigkeit bei euch in der Nähe, das finde ich immer ganz interessant. Das Problem ist, wenn ich irgendwelche Sehenswürdigkeiten zeige, dann fahren die Hater da hin und randalieren da. Gut, das ist tatsächlich ein Problem. Das ist der Grund, warum ich das nicht mache. Das ist auch der Grund, warum es keine Drache-Läuft-Videos mehr gibt. Die fand ich richtig gut. Also wirklich, die haben mir gefallen. Die fanden viele gut, aber der Grund, dass es die nicht mehr gibt, liegt nicht daran, dass ich zu faul zum Laufen bin oder dass ich nicht mehr laufe, sondern es liegt daran, dass die Hater hier immer randaliert haben. Wie viel steht denn eigentlich von der Burg noch? Welche Burg? Die da bei dir in der Nähe ist. Da gibt's das ja. Das war keine Burg, das war mal ein Kloster und da steht überhaupt nichts mehr davon. Da stand noch nie mehr was. Seit es steht nur noch eine Wand oder so, oder? Ja, das ist aber auch keine Originalwand. Das ist einfach nur eine Mauer, die hat ein Nachbar hochgezogen, dem das Grundstück gehört. Also das ist also nichts mehr, was da irgendwo noch steht. Es liegen überall noch Brocken und Steine rum im Wald, das war's. Seit es zerstört. Gibt's da so gar nichts mehr. Moin. Es gibt ungefähr 3 kleine Burgen und Schlösser hier in der Umgebung, aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich werde nicht an irgendwelche Sehenswürdigkeiten hingehen, weil da fangen die Hater nur an zu randalieren. Nee, mich würde es interessieren, ob die überhaupt noch besuchenswert sind oder ob du da eher sagen würdest, eher weniger. Es gibt ein Schloss bei uns in der Nähe, das kann man klar noch besuchen, das ist sogar hergerichtet und alles. Und es gibt eine Burg in Nürnberg, auch die könnte ich besuchen, das Nürnberger Schloss oder Nürnberger Burg. Ja, da war ich schon drauf, diese Festung ganz oben auf dem Berg, gell? Naja, da war ich auch schon ein paar Mal. Krass, ja. Aber das kann ich halt nicht aufnehmen und zeigen. Ich komme halt aus einer anderen Ecke von Deutschland, also bis zu dir da in die Ecke wäre schon ein gutes Stück. Es mag sein, aber es bringt halt nichts. Wie gesagt, wenn ich da hingehe, da randalieren die Hater bloß hin. Das werde ich nicht riskieren. Also das Thema ist vom Tisch. Nee, das ist tatsächlich scheiße dann. Das ist wie gesagt auch der Grund, warum es keine Drache-Läuft-Videos mehr gibt. Sonst würde es Drache-Läuft immer noch geben. Aber wie gesagt, das fand ich halt ganz cool. Schaden entstehen. Ja, ich fand das auch cool, vor allem, weil mich das fit gehalten hat. Aber das kann ich nicht mehr bringen. Gehst du so überhaupt eigentlich noch raus, jetzt wo das... Na klar. Na klar, ich hocke ja den ganzen Tag vorm Rechner. Wobei ich mich heute ganz schön mit meinem Handy rumgeärgert habe. Was passiert? Hab mir jetzt ein neues Handy bestellt. Welches? Moment. Ein Aukitel. Ein was? Sag ja gar nicht. Ein Aukitel habe ich mir bestellt. Das ist ein Outdoor-Handy. Noch von früher. Aukitel heißt das. Das ist ein Outdoor-Handy. Wasserdicht. 4G Dual-SIM-Karte drinnen. Das ist ein 2020er Handy. Hat Android 10,
4 GB auf 32 GB. Ach, sowas wie diese MAN-Handy. MAN? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein vernünftiges, Outdoor-Handy, das nicht so leicht kaputt geht. Und das ist ein ziemliches Monster, also. Ich kenne die Handys von nicht. Die haben quasi ein gummiertes Case und vorne so eine Art Panzerglas. Das ja. Gab's doch auch von Caterpillar, dieses Handy. Das ist der Grund, warum ich das, warum ich mir das ausgesucht habe, weil das wasserdicht und alles ist. Ich 4000 mAh Akku. Also. So unzerstörbar wie ein Nokia? Ein altes? Nein, sowas wie ein altes mit Sicherheit nicht, weil die alten. Ich bin über meinen Nokia, über meinen 3310 damals, bin ich versehentlich mit dem Mofa oder mit dem Moped drüber gefahren. Das ist mir mal ein Weiher geflogen und alles, und es ist immer noch gegangen. Was mit einem Loch in die Wand reisen. Die 3310s, alle, die waren so fett, damit konntest du Mammut zerschlagen. Jetzt nur das Nokia, auf das man zweimal auf C drücken musste, dass die Taschenlampe angeht, das auch diese Hartplastikschale hatte. Das 3310 hatte 1000 verschiedene Höhlen, da konntest du ständig irgendwelche anderen Höhlen mitmachen. Da hast du irgendwie dir irgendwie auf jedem Flohmarkt, wo du warst, konntest du dir da irgendwie so Handyschalen kaufen, die es da gegeben hat. Ist schon traurig, wie Nokia jetzt auch so niedergegangen ist, ne? Also so richtig 3310, 3210, das waren ja deren Hochzeiten. Ja, die haben viele Trends verschlafen, die Club-Handy-Trends und die Android-Trends. Ey, der Metal-Lord kommt doch eh nicht. Ah doch, der ist online. Ich glaube, das, was ich damals hatte, war sogar noch der Vorgänger vom 3310. Das war ein relativ schmales Handy. Das lag auch im Feuer, da ist ein Auto drüber gefahren. Also das Ding war ultra stabil. Ich sag ja, die Dinger waren so brutal, damit konntest du Mammut zerschlagen. Welche Handys denn? 3310, die Nokias. Na, stabil, die waren echt stabil. Aber Rainer, um nochmal auf das Video zurückzukommen, was ich auch immer ganz cool finde, ist irgendwas im Garten. Bringt mir nichts. Ich kann auch ich habe einen Elektrorasenmäher. Ich kann nicht an meinem Garten irgendwas machen, wenn es nass ist. Meine Frau hat angefangen zu imkern. Also sich so einen Bienenstamm zu ziehen. Wäre das nicht vielleicht was für dich? Du hast doch auch die passende Allergie. Ich bin allergisch auf Bienen. Also nachher greifen die Bienen auch die Hater an. Das macht keinen Sinn. Wäre cool, aber ich bin allergisch auf Bienen und Wespen. Oh je. Dann halt Hornissen. Nee, dann lieber doch keine Bienen. Hornissen. Hast du auch einen Anna. Auf einen anaphylaktischen Schock habe ich keinen Bock. Was? Das sind da auch die ist nicht gerade lustig. Hattest du schon mal einen? Fette Feuerameise. Alter, könnt ihr euch bitte absprechen, wer zuerst redet? Nicht alle auf einmal. Ich verstehe echt nicht, was ihr immer für Probleme mit euren Benehmen habt, ey. Du könntest ja auch über jeder mal zur Abwechslung telefonieren. Ja, wie wär's dann, wenn ich dich gleich mal banne? Wie kommt die immer wieder hier rein, Alter? Geht, dann kann ich das System mit dem Willkommensraum wieder abschaffen. Das ist aber auch mega scheiße. Das war die Kreischenne. Okay. Die hässliche Kreischenne, um genau zu sein. Es ist so eine hässliche Fotze von Haterin, die ganze Zeit bei mir vor der Haustür steht und hier immer Stress macht und hier auf Kindergarten macht. Und neulich haben die anderen Zuschauer haben das schon abgefeiert hier im Discord. Weil ich da geschrien habe, dass wenn die nicht abhaut mit ihrem Kumpel, dass ich sie so zusammenschlage, dass sie hässlicher ist als ihre Hunde. Das Problem daran ist nur, dass sie schon hässlicher ist als die Hunde. Deswegen gibt es da nicht wirklich viel zu tun. Da reicht eine einfache Ohrfeige. Wenn ich du wäre, ich so safe mal mit dem Pfeil und Bogen so gedroht, damit die endlich mal abhauen, weil irgendwann wird es mir Wobei, wenn ich dir da Ohrfeige gebe, schaut sie hinterher noch besser aus als die Hunde. Das ist auch keine so gute Idee. Die kommt doch aus Österreich, oder? Keine Ahnung, wo die herkommt. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Muss auf jeden Fall eine ganz schön assi Gegend sein, wo die herkommt. Ach, kommt die aus Österreich? Weiß ich nicht. Ich glaube ja, der Dialekt hört sich österreichisch an. Hm. Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ja, ist echt egal, wenn das einfach asozial so ist. Aber jetzt muss ich euch schon mal hochgradig loben, ne? Warum? Mein neuer Song, ja, die ganzen Zuschauer allgemein, auch die gerade auf YouTube zuschauen. Ihr seid ja echt übel, Alter. Wir haben über 328.000
697 Aufrufe auf dem neuen Musikvideo, auf dem Special. Ja, der Song war ja auch gar nicht mal schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also die Songs davor fand ich so nicht so gut, da bin ich ehrlich, aber den Song fand ich echt gut sogar. Ja, naja, war auch nicht viel, war auch nicht so schwer zum Aufnehmen. Okay. Naja, hat ja keine so langen Lines drinnen, ne? Es ist der größte Teil der Songs besteht ja eigentlich nur aus dem Refrain, also aus der Hook. Und ja, der Autotune klingt auch nicht so billig wie in den alten Liedern. Ja. Halt so in den alten Songs wirkte das immer so wie der klassische Autotune-Button und gib ihm. Und hier war der mal ein bisschen besser eingestellt. Ja, das liegt daran, dass natürlich unser Team auch langsam und aber sicher besser damit zurechtkommt. Wir haben ja verschiedene Leute und die halt sich ums Mischen, das spielt keine Rolle. Aber die sich zum Beispiel ums Abmischen kümmern, die werden natürlich mit der Zeit und mit der Erfahrung auch besser, ist ja klar. Und deswegen wird das auch vom Autotune ist das noch immer drauf, aber es ist halt einfacher oder besser jetzt. Und ich habe jetzt auch ein anderes Programm, mit dem ich Audioaufnahmen mache. Das heißt also im Klartext, es wird in Zukunft auch einfacher für die Jungs, dass sie das abmischen. Ich habe das... Ja, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich habe das meiner Frau gezeigt, die wirklich gar nichts mit dir im Hut hat. Und jetzt war ich gerade unten in der Küche und sie hat das auch gepfiffen und hat sie gesagt, scheiße, jetzt erwische ich sie schon selbst dabei, wie sie Drachenlord-Lieder pfeift. Ja, das ist etwas, was viele gesagt haben. Auch ein paar Künstler und Musiker, mit denen ich zu tun habe hier und da, hinter den Kulissen haben auch gemeint, dass das voll der Ohrwurm ist. Ja, das stimmt. Voll krass. Darf ich in Sachen Songs kurz was fragen? Mhm. Mit welchem Equip arbeitet ihr da eigentlich? Ich weiß nicht, womit die anderen alle im Einzelnen arbeiten, aber ich benutze eine. Warte. Wie heißt das blöde Ding? Ah, steht wieder nicht drauf. Irgendwo stand das doch. Ach so, da. Ich arbeite mit einem Surre-Mic. Und bis jetzt habe ich die Audioaufnahmen von meiner Stimme immer mit Audacity aufgenommen. Habe jetzt aber ein anderes Programm. Das heißt, warte mal. Kurz mal nachschauen, wie das heißt. Studio One heißt das Teil. Studio One Prime. Damit arbeite ich jetzt. Genau. Das Mic ist ja das mit dem Schwenkarm, das du benutzt. Ja, das ist ja bloß das Stativ. Das Stativ selber oder halt der Ständer selber, das spielt ja keine Rolle. Das kann auch ein anderer Ständer sein. Der Ständer, wobei ich muss wahrscheinlich... Es wird wahrscheinlich demnächst in der Amazon-Wunschliste ein neuer auftauchen, weil der mittlerweile komplett im Arsch ist. Naja, dadurch, dass immer das Gewicht da dran hängt, lassen die Federn irgendwann leider nach. Ich brauche nur mal, muss man da mal ein wenig einen teureren reinsetzen, der mehr aushält. Hast du jetzt wieder eine Amazon-Wunschliste? Also sind da jetzt Sachen drauf? Ich glaube, ich habe wieder was drauf gemacht, ja. Ja, also ich habe schon nachgeschaut, was Amazon-Wunschliste wieder. Ich habe eine allgemeine Frage zu der. Das ja, gehabt hatte ich sie ja die ganze Zeit. Ich habe sie nur geklärt gehabt, quasi leer gemacht. Warum denn eigentlich? Weil ich keine Videos mehr gemacht habe und auch vorhatte, keine mehr zu machen. Und ich mir gedacht habe, dass das irgendwie assi wäre, da was drauf zu haben, wenn ich letzten Endes ja nichts mache. Naja, finde ich jetzt nicht assi, aber. Ich finde es schon assi, weil ihr habt ja nichts mehr davon. Weil der Wurzeln kann man nicht unterstützen, ich meine. Ändert ja nichts. Ja, aber für mich ist das sowieso. Die Amazon-Wunschliste, ich sag's immer wieder, die Amazon-Wunschliste existiert nur deswegen, weil immer wieder Leute nachgefragt haben, ob sie mich irgendwie unterstützen können, ohne dass sie jetzt auf YouTube bezahlen müssen oder irgendwo was abzahlen oder was zahlen müssen, wo dann nur ein Teil von dem Geld an mich abgeht. Mhm. Und weil viele gemeint haben, ich soll mir eine Wunschliste machen. Das gleiche war mit Merchandise damals. Haben auch alle drum gebettelt, dass ich Merchandise mache. Ja. Ich wollte das anfangs nicht, weil ich da immer gedacht habe, dass ich die Zuschauer und die Menschen, die mich unterstützen oder meine Videos schauen, die irgendwie ausnutze. Ich kam mir da immer beschissen vor und deswegen habe ich das nicht gemacht und nicht gewollt. Das gleiche gilt für die Wunschliste, aber da ja immer alle drum betteln, dass ich es anmache, denke ich mir halt, ich mache es halt an. Und wenn halt jemand was kaufen will, soll er es machen und ansonsten soll er es lassen. Meine allgemeine Frage. Man sieht bei der Amazon-Wunschliste doch, irgendwie, wenn da rechts steht, das lässt gekauft, Heißt das dann, das Ding wurde schon mal gekauft oder es wurde nicht gekauft, das Item? Das habe ich noch nie ganz verstanden. Pass auf, das ist ganz einfach. Wenn da steht, schon mal gekauft, ja, dann hat es irgendjemand schon bestellt. Das heißt aber nicht, dass das wirklich bei mir angekommen ist. Wenn das bei mir ankommt, nehme ich es aus der Liste raus. Außer es ist vielleicht sowas wie Energy Drinks oder irgend so ein Scheiß, weil das kann man ja immer wieder mal bestellen.
Oder immer mal wieder jemanden schenken. Mit Energy Drinks kann ich immer was anfangen. Und wenn es wirklich mal so viele sind, dass ich nicht alle trinken kann, dann kann ich auch notfalls mal 2, 3 an meine Kumpels oder so abgeben. Die freuen sich dann auch. Oder an mein Team zum Beispiel, mit denen ich meine jetzigen Sachen auf YouTube mache. Oder mal meinem Team, mit dem ich Musik mache. Dann haben die auch was davon, ne? Weil die zum Beispiel, die haben ja alle keine Wunschlisten. Die werden sich ja alle nicht, oder die haben alle Wunschlisten, aber halt keine öffentlichen für euch oder so. Ja. Weil die natürlich inkognito bleiben wollen und keinen Bock darauf haben, dass die irgendwo geleakt werden. Ja, ist verständlich. Deswegen bleiben die ja alle im Hintergrund. Deswegen gebe ich dann meistens auch an die Leute was ab. Und ja. Das heißt also, dass oft Leute irgendwie was bestellen und dann aber das quasi wieder sagen oder wie. Servus. Genau, die Hater machen das. Die bestellen das und dann erst dann wieder stornieren, damit es halt dasteht, dass es gekauft ist. Ah, okay. Und deswegen ist die Liste so eingestellt, dass auch wenn es bestellt ist, noch drin ist. Normalerweise kann man es so einstellen, wenn es bestellt ist, dass es aus der Liste automatisch verschwindet. Aber wenn es verschwindet und es nicht gekauft wurde, dann ist es natürlich scheiße. Darf ich dir eine kurze Frage stellen, was YouTube angeht? Kannst es probieren. Ob du es kannst, weiß ich nicht. Lebst du hauptsächlich von den YouTube-Einnahmen, also durch das, was wovon ich lebe, geht keinen was an. Und wovon ich lebe, werde ich auch niemandem erzählen. Das ist nicht gemeint. Ich meine, also kann man von den Einnahmen, die du, sage ich mal, durch YouTube machst, kann man davon alleine leben, oder? Naja, schau dir doch andere YouTuber an, die wenige Abonnenten haben, wie ich, und davon leben. Dann kannst du die Frage eigentlich selber beantworten. Aber die leben ja nicht nur von YouTube, durch andere Sachen wie Merchandise etc. Naja, was ändert das bei mir? Also ich weiß nicht. Ich habe auch ewig Merchandise gehabt. Ich habe bestimmt 4 oder 5 Jahre Merchandise gehabt, bevor die Hater meinen Kanal gehackt haben und den Account gelöscht haben und ich den Account von dem blöden Spreadshirt nicht wiederbekommen habe. Dazu einfach nur Content Creator sein oder muss man dafür YouTube-Partner sein? Dafür muss man überhaupt nichts sein. Informier dich halt über YouTube, bin ich die Auskunft. Google's halt einfach. Verstehe, wo da das Problem ist. Gibt im Internet eine Milliarde Menschen, die sich damit noch besser auskennen als ich. Warum soll ich jetzt dir das alles erklären im haarkleinen Detail? Zumal einige Sachen davon überhaupt nicht groß an die Glocke gehängt werden dürfen. Weil man sonst Probleme kriegt, dass dein Account gelöscht werden kann und so weiter. Echt jetzt? Ja. Es gibt wie in jeder Firma, gibt es auch bei YouTube Richtlinien, an die du dich halten musst. Steht alles in den AGBs drinnen. Aber die meisten von euch klicken die AGBs wahrscheinlich einfach weg, ohne es durchzulesen. Hast du mal durchgelesen? Ich habe noch nie durchgelesen, ehrlich gesagt. Ich lese die AGBs regelmäßig durch, weil die regelmäßig aktualisiert werden. Und ich lese die immer durch, damit ich weiß, was da ist. Den Großteil kann man nach einer Weile, wenn man das 2, 3 Mal gelesen hat, kann man den Großteil überfliegen und schaut sich ja dann quasi nur den Bereich an, der geändert wurde. Ich habe mich bisher, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich befasst. Tja, siehst du mal. Manche kommen halt auch so durchs Leben. Wenn man nicht anschaut, naja. Ich persönlich für meinen Teil würde ja schon gerne das Zeug lesen, damit ich hinterher nicht irgendwie Stress kriege. Ja, das ist schon schlau eigentlich, aber ich glaube, das macht euch keiner mehr. Fuck, Alter, ich habe 1,8 Millionen. Also langsam wird's kriminell, Alter. Was spielst du denn? Gar nichts. Ich spiele überhaupt nichts. Ich schaue gerade auf YouTube. Ich habe meine monatlichen Aufrufe waren am Sonntag auf 1,5 Millionen. Gestern Abend, als ich aufgenommen habe, für den Drachenlord, wo ich den dann zwischendurch nochmal aufgenommen habe, war er auf 1,7 Millionen. Und jetzt ist er auf 1,8 Millionen. Ja, Glückwunsch. Jo, dankeschön. Skrr, skrr! Ja, der kriegt mir echt so einen Ohrwurm davon langsam, ehrlich jetzt. Skrr, skrr. Auch gestern. So ein Ohrwurm, Alter. Baller die Kurve zu krass. Komm, haben die ganze Zeit das alle gesungen, ey, wo du nicht da warst gestern. Ist ja noch ein bisschen so. Sogar mehr als gestern. Hattest du die Idee für die Melodie oder kam das einfach so? Ich habe in dem Fall nichts gemacht, außer den Gesang und das Video. Ah, okay. Wir teilen uns die Aufgaben im Team immer. Manchmal arbeite ich am Text mit, manchmal arbeite ich an der Musik mit, manchmal mache ich nur das Video und die Stimme.
unterschiedlich. Kommt immer darauf an, wie man Zeit hat und wie man für den jeweiligen Song Bock hat. Mich irritiert das ehrlich gesagt, weil du sagst ja, du bist ein Mettler und wie kam es denn, dass du diese Musikrichtung eingeschlagen bist? Ist leicht zu machen bestimmt oder leichter zu machen. Brauchst nur irgendeinen Type-Beat oder so und dann drüber reden. Na, Arschlöcher, Alter. Erzähl doch nichts, du hast dir doch hier Corona-Hilfen erschlichen. Ey, sag das nicht so laut. Das ist Geheimnis. Der Staat hört mich. Hatte ich auch versucht, aber dann wollten sie einen Screenshot haben, dass ich wegen Corona gekündigt wurde. Da habe ich überlegt, ob ich den fälschen soll oder nicht. Da habe ich dann gedacht, naja, nee, sowas mache ich nicht. Aber ich hatte schon überlegt. Ja, doch. Ach, weil du gerade von Fälschen redest. Kumpel hat mir heute Morgen beim Aufstehen ein Bild von meinem Personalausweis geschickt und gemeint, ob das meiner ist. Fand ich auch wieder lustig. Haben die Hater wieder völlig Blödsinn gemacht, ein Bild genommen, auf irgendeinen Personalausweis drauf geklebt, die Daten drauf verändert und gesagt, das ist meiner. Oha. Den wird echt nicht langweilig. Die hatten mal meinen, weil sie mal mein damaliges E-Mail-Account gehackt haben. Aber ich habe mir dann das Bild angeschaut. Und muss sagen, und ich weiß, es hören hier Hater zu, vielen lieben Dank, Alter. Das Bild auf dem gefälschten Personalausweis sieht besser aus als das auf meinem echten. Auf meinem echten habe ich voll den fetten Pickel, Alter. Lass doch mal einen Ausweis abändern. Bitte? Lass doch mal einen Ausweis abändern, wenn dir das Bild nicht gefällt. Ach, ja. Quatsch, der läuft doch auch in ein paar Jahren aus und dann kaufen wir dann neuen. Das ist doch auf meinem Reisepass habe ich Knutschflecken an meinem Hals von meiner damaligen Freundin. Und das werde ich auch nie vergessen, ey. Ja, bei mir ist sowieso die Sache, warum soll ich das ändern? Weißt du, wie oft ich nach einem Personalausweis gefragt werde? Ja gut, selbst jetzt als ich 16, keiner mehr, dass du 13 bist oder so. Ach, selbst als ich 13, 14, 15, 16 war, hat mich keiner nach dem Perso gefragt. Echt? Krass. Mich fragen die heute noch, wenn ich Schnapspralinen kaufen will. Das ist echt peinlich. Ich habe mich ja schon mit 14, 15 habe ich mich ja schon rasiert, also. Oha, krass. In Wirklichkeit ist der Drache nicht 30, sondern so 15 oder so. Voll, Mann. Voll. Aber wenn ich 15 wäre, dann hätte ich mit 10 mit YouTube angefangen. Quatsch. Dann hätte ich sogar vorher schon angefangen. Mir passiert jetzt immer mal wieder, dass ich von Erstsemestern gesiezt werde. Das ist auch immer witzig. Ja. Dass mir passiert ist, ich wurde mit 18, als ich noch meinen Vollbart hatte, auf 40 geschätzt. Das war grausam. Boah, das ist echt übel. Da kommst du überall rein. Dann nimm einfach weniger Meth, dann siehst du auch nicht so alt aus. Ob ich das Geld dafür hätte. Ja, ja. Die Leute am Bahnhof haben auch kein Geld dafür, aber irgendwie ist es trotzdem da. Also ich verabscheue Drogen komplett. Ja, das ist auch gut so. Ja gut, die Frage ist halt, was ist eine Droge? Ich meine, Koffein ist de facto auch eine Droge. Ne? Also, ja gut, aber ich meine, mit Droge meine ich halt die illegale. Ja, Alkohol ist für mich keine Droge. Das ist ein Genussmittel. Ja, de facto ist es ja ein Rauschmittel und ein Nervengift. Im Grunde ist es so, alles, was du auf Dauer konsumierst, also mehr als nur ein bisschen, kann zur Droge werden. Das können ja auch Lebensmittel sein. Ja, Zucker oder so ist ja bei allem so. Also von Wasser ist jeder abhängig. Das ist die schlimmste Droge überhaupt. Ohne Krippe. Ja, Wasser ist jetzt ganz anders. Oder von Sauerstoff. Ja, ich kenne das. Ich zitter richtig, wenn ich mein tägliches Glas Wasser nicht kriege. Sauerstoff-Junkies, Alter. Sauerstoff, ekelhaftes Zeug. Wer braucht Sauerstoff? Drachen brauchen keinen Sauerstoff. Pff, Sauerstoff, ekelhaftes Zeug. Widerlich. Drache? Nein. Okay. Drache, mal eine Frage. Spielst du eigentlich noch WoW oder gar nicht mehr, weil ja bald das neue Addon rauskommt? Ich muss mal gucken, ob ich, wenn das neue Addon rauskommt, überhaupt zocken kann, weil theoretisch gesehen müsste ich dafür noch eine Freizeit haben. Kannst du an deine Wunschliste reinpacken, also wäre auf jeden Fall cool, wenn du das machst. Wunschliste kann ich doch kein GTA. Was? Ich kann doch auf meine Wunschliste keine Spielzeit für WoW zocken, für WoW machen. Kann man machen. Was? Das ist ja nur ein Code.
der ja, dir dann genau zugeschickt wird. Ja, kann man den von Amazon machen, oder was? Ja, soweit ich weiß schon, also hab ich auch bestellt. Spielst du dann einen Krieger namens Horst? Was, einen Krieger namens Horst? Alimania. Nee, meine Viecher haben immer irgendeinen anderen Namen. Von Käse über Hamster bis hin zu Käse. Fleckenfurz. 19. Ich wusste. Ja, aber was mich mal interessieren würde, es gibt ja Drachen, die können Feuer speien. Aber wie funktioniert das eigentlich? Weil die haben ja offenbar irgendwie eine Flüssigkeit oder ein Gas, das die ausatmen, aber wie entzünden die das? Fleckenfurz 19 fand ich damals so geil. Es gibt ja keine Drachen an sich, aber es gibt unterschiedliche Theorien, wie man das zustande bringen könnte. Weil es in der Natur gibt es auch ähnliche Geschichten. Wie zum Beispiel der Bombardierkäfer, der eine über 1000 Grad heiße Flüssigkeit auf seine Gegner sprühen kann. Oder hunderte Grad, egal wie heiß. Das sind einfach zwei Flüssigkeiten, die bei Luftreaktion und bei Reaktion aufeinandertreffen, bis zu 100 oder 1000 Grad heiß werden kann. Ich weiß gar nicht genau gerade. Diese Drüse, die im Körper haben. Also ja, das sind zwei Stoffe, die quasi in ihrem Körper produzieren, genau. Und durch Drüsen werden die dann aufeinander gesprüht und gleichzeitig halt quasi in die Luft und dann auf den Gegner. Und das kann halt wirklich bis zu 100 Grad heiß werden oder so. Bei Record of Lodoss War wurde das ganz cool erklärt. Ich dachte, vielleicht haben die so Feuersteinzähne. Wenn die so einmal reiben die, dann kommt da so ein Funke. Könnte doch auch sein. Ja, es gibt eine Theorie, bei der ihr kennt ja bestimmt, dass zum Beispiel Kühe oder auch Schafe oder auch vor allem Pferde so Salzsteine lecken. Und es gibt ja auch so Kohlen- und eisenhaltige Steine oder Gestein. Und da ist halt die Sache, dass es die Theorie gibt, dass man weiß ja, ne, die Gase, die man im Körper produziert, mit denen man pupst oder furzt, Methan oder rülpst, dass die halt entzündlich sind. So. Und es gibt die Theorie, dass Drachen fliegen konnten, obwohl sie zu kleine Flügel haben, oder fliegen können, weil sie kleinere Flügel haben, weil dieses Gas leichter als Luft ist und weil sie dieses Gas als kein Wasserstoff ist doch kein. Oh, es ist ja nur eine Theorie, spielt ja keine Rolle, was es für ein Material, für ein Ding ist, ist ja egal. Jedenfalls gibt es die Theorie, dass die dann so so Steine gefressen haben oder nicht gefressen haben, sondern hinten haben die auch Mahlzähne gehabt, wie wir Menschen. Wir haben ja vorne Schneidezähne, Reißzähne und hinten Mahlzähne, weil wir alles Fresser sind. Und bei den Drachen gibt es die Theorie, dass durch diese Mahlzähne die an Funken zünden konnten, wenn die dieses Gestein gefressen haben oder im Maul hatten. Und dann haben die quasi gerülpst und dadurch kam halt quasi dieses Gas hoch und dadurch konnten die Feuer speien, wenn die das angezündet haben. Das ist nur Theorie, sind ja alles nur Fabelwesen, leider. Mythologie zu Mythologie im Unterschied. Aber ich meine, Rainer, du bist ja ein echter Drache, wie machst du das dann? Die Seele eines Drachen und die körperliche Gestalt eines Drachen sind zwei verschiedene Schuhe, das ist ja schon klar. Ja, aber ich meine, du hast ja auch mal drüber. Also stell mal vor, du könntest auch so Feuer speien, das wäre eigentlich voll geil. Genug Methan ist bestimmt da. Hast du nicht mal Feuer gespeit mit so Benzin und Fackeln oder so? War das nicht mal so? Schon. Das war ein cooles Video. Hätte aber Angst, dass ich mich verbrennen würde oder so. Es gibt auch persönlich eine Sache, die mir am besten gefällt, und zwar die Theorie, dass Drachen einfach magische Wesen sind und es einfach aufgrund von magischer Energie passiert. Ja, das ist meine persönliche Physik durchwollen. Naja, da gibt es aber auch Unterschiede. Es gibt einfach die Tatsache, dass du einfach etwas willst und das mit Worte oder auch mit Verstand einfach kontrollieren kannst. Und es gibt die Sache, dass du es gibt die Aussage, dass man halt Magie nur dadurch wirken kann,
dass man, wenn man extremes Verständnis von den jeweiligen Elementen und Dingern hat, wie die wirklich auf Atomebene zusammengesetzt sind und sonst. Ja gut, also kennst du zufällig den Dr. Axel Stoll? Ja. Mhm. Also der hat ja auch gemeint, dass man die Wissenschaft, wie sie in der Schule gelehrt ist, eigentlich auf den Mist schmeißen kann, weil ganz viele Sachen ja möglich wären, die uns aber nicht beigebracht werden, weil man nicht will, dass wir, also weil der Staat halt nicht will, dass man die machen kann, wie zum Beispiel Goldsynthese und sowas. Und die Erde ist auch ein Nobelpreis. Die Theorie von Stoll ist ja, dass die Erde hohl ist. Das ist ein Unterschied. Der hat, glaube ich, auch den Nobelpreis gewonnen. Ne? Das ist einer der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Aber, keine Ahnung, ich glaube, der könnte ja auch echt gut gefallen, Drache. Also, der ist jetzt leider schon tot, aber der hat sehr interessante Sachen gesagt. Ja, das ist ein Reichsbürger, das sagt doch schon alles. Nee, da war kein Reichsbürger. Auch, dass die Haare sozusagen als Antenne fungieren, gell? Ja, aber nur bei Frauen. Nur bei Frauen tatsächlich. Genau, ja. Wie viel Schwachsinn wollt ihr eigentlich noch labern? Ja, warum Schwachsinn? Also das ist Ich höre nur mit einem viertelsten Ohr zu gerade, aber selbst ich merke, was die da für ein Blödsinn von. Warum ist der Wasser gerade nebenbei? Spielt das eine Rolle? War nur eine Frage. Das sind halt Zitate von ihm, die kann auch nichts dafür. Das stimmt tatsächlich, was Nabalm gerade sagt. Guck dir mal die Videos an, also der Kerl ist wirklich durch. Das sind viele Menschen, die ich kenne auch. Sie. Ja, ich kenne auch so ein, zwei Leute, die schon richtig durch sind, auf jeden Fall. Kenne ich auch ein paar. Mein die Freund kennt einen. Die haben aber doch schon was gesagt. Die haben aber doch schon was gesagt, wo ich dachte, Blödsinn, und nachher ist es doch eingetreten. Ja, aber das ist ja wie bei Axel Stoll. Ich meine, wir wohnen halt auf dem Strafplanet. Es reicht jetzt. Aus dem Walz hat man noch jemand, der Mauljucken hat. Ihr könnt mich mit euren Nazi-Geficke da mal, wenn ihr jetzt nicht die Fresse haltet, werdet ihr einer nach dem anderen gebannt. Ich habe schon eine Milliarde Mal gesagt, dass dieser Scheiße hier nichts verloren hat. Ja, wir sollten es ziehen, glaube ich. Ja. Solange, wenn ihr mich immer wieder provozieren wollt, werde ich in Zukunft nicht mehr groß darauf eingehen. Ich würde euch einfach einen nach dem anderen bannen, dann ist Ruhe. Ich verstehe nämlich echt nicht, was das soll. Ach, nebenbei bemerkt, lest euch mal die Regeln für den Server durch. Der Nächste, den ich erwische, der hier drinnen gemutet ist und nicht in den AFK-Bereich geht, fliegt raus. Den werde ich nicht kicken, den werde ich bannen, weil mir reicht's. Es gibt sich mal ganz kurz muted. Es gibt nicht, wenn ich euch erwische und ihr seid gemutet, voll gemutet, dann werdet ihr rausfliegen. Und wenn ich jemanden erwische, der länger als eine Minute mit dem Mikro gemutet ist, fliegt der auch raus. Ist auch ein bisschen streng, finde ich. Streng? Ich habe euch monatelang alles durchgehen lassen. Ihr solltet vielleicht mal die Serverregeln durchlesen. Die Serverregeln gibt es nicht umsonst. Geht das auf der Push to Talk? Ja, da sieht man es ja nicht. Da ist der Mikrofon nicht gemutet. Das ist ja was anderes. Wenn ich reinkomme und jemand nicht reagiert, gilt das auch dafür. Okay. Ich nutze Push to Talk auch wegen E-Zigarette, damit es nicht nervt. Das ist nicht das Problem. Es geht darum, wenn ihr die ganze Zeit hier drinnen seid und gemutet seid und darauf wartet, dass ich komme und ich stelle fest, dass ich reinkomme und dass nur die Hälfte vom Raum da ist, dann werden die, die nicht da sind, gebannt, weil die den Leuten die Plätze wegnehmen, die vielleicht extra reinkommen möchten oder vielleicht auch aktiv da sind. Darum geht es. Deswegen gibt es die Regel, dass man nicht gemutet sein soll. Es hat nichts damit zu tun, dass ich streng bin oder so. Es geht darum, dass jeder eine Chance kriegt, hier reinzukommen, wenn er rein will. Das finde ich auch gut soweit. Leute, ich habe Mittagspause, ich gehe mal was essen. Bis später. Guten Appetit. Mahlzeit. Hallöchen. Hallo. Hallo. Hallo, Helmo. Hallo. Genau, hast du wieder schlechte Laune, weil Besucher da sind. Geh doch mal raus und ich begrüße dich. Ich habe schlechte Laune, weil du Hurensohn immer noch da bist, obwohl ich schon vor. Ja, Alter, Asok, Napalm, mir reicht's. Wenn diese Typen hier immer wieder reinkommen, dann können wir den Willkommensbereich auch rauslöschen. Wenn ihr nicht darauf achtet, dass ihr diese Leute hier nicht reinzukommen haben.
Vielleicht erkennt man die auch nicht an der Stimme, ich weiß es nicht. Man erkennt den doch wohl an der Stimme. Die haben nicht so gute Stimmerkennung. Ja, vielleicht kann man auch einfach Namen, Stimmen. Was haben die nicht gut? Was haben die nicht Gutes? Eine gute Stimmerkennung. So, bis der Nächste da rausfliegt. Noch jemand? Ich ignoriere euren unterschwelligen Hater-Scheiß den ganzen Tag. Mir reicht's mit eurem Kindergarten. Wenn ihr euch, wenn ihr rumhaten wollt, dann reißt das Maul auf, dann bann ich euch, dann passt. Ansonsten haltet die Schnauze, wenn ihr nichts zu sagen habt. Kannst du mir derzeit ein gutes Mikro empfehlen? Also wenn die Frage jetzt an allgemein war, kann ich dir empfehlen, das Auna MIC 900B. Das gute USB-Mikros habe ich auch. Kostet ungefähr? Ich glaube so 40, 50 Euro oder so. Aber ist echt ganz gut, auch für Anfänger. Gut, wenn du jetzt YouTube professionell machst, vielleicht nicht unbedingt. Aber so zum Zocken mit Freunden ist das ganz gut, finde ich. Nimm mal einen Link davon. Habe ich jetzt gerade keinen parat. Google einfach bei Amazon. Auna MIC 900B. Klar. Ey, Helmo, du hast ja gar kein Denkmal auf meinem Minecraft-Server hinterlassen. Nein, tatsächlich nicht. Ich bin einfach nur schnell gejoint und wieder runter, weil ich mir, ja, keine Ahnung, ich hatte Bock, was anderes zu zocken. Bist wohl zu gut für meinen Server. Nein. Einfach nur Faulheit. Wer von euch frühstückt eigentlich alles? Ich. Fuyo, dein Mikro leuchtet die ganze Zeit. Wundere dich nicht, wenn du rausfliegst, wenn die ganze Zeit es aufleuchtet. Wer fliegt raus? Fuyo. Achso. Weil er auf Dauer senden anhat wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Und du darfst dich in der Hände beschwenden, wenn du rausfliegst. Ja, aber was ich vorhin schon gesagt habe, wie gesagt, Drache, wenn du mal wieder WoW spielen würdest, da würde ich dir auch das bei der Wunschliste und das würde ich mega feiern, weil das habe ich damals mega gefeiert bei dir. Stimmt, dann vergessen. Das werde ich davon definitiv nicht machen. Wie bitte? Let's Plays werde ich davon definitiv nicht machen. Ja, so ein Livestream oder so meine ich hier. Auch nicht. Und deswegen werde ich da definitiv nichts in die Art auf meine Wunschliste setzen. Okay, schade. Weil ich dann mal für nur Sachen draufsetze, die entweder nur Kleinigkeiten sind oder die ich für meine Videos gebrauchen kann. Also willst du Requisiten und so? Bitte? Requisiten und so meinst du jetzt für Videos? Oder was meinst du noch? Unter anderem, ja. Okay. Oder Sachen, die mir die Arbeit erleichtern. Okay. Na gut, ich bin dann erstmal wieder weg. Haut rein. Jo, tschüss. Haut rein. Ciao. Ciao.